Und nun noch unsere letzten Nachrichten. Nach dem Wahlsieg Ronald Reagans haben Staatsmänner aus Ost und West die Erwartung geäußert, dass die Abrüstungsgespräche zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion wieder in Gang kommen. In einem Glückwunschtelegramm der sowjetischen Staatsführung an Reagan heißt es, die UdSSR hoffe auf eine Wende zum Besseren in den Beziehungen beider Staaten zueinander. Nach Einschätzung der Bundesregierung bestehen gute Chancen für eine Fortsetzung des Ost-West-Dialogs mit dem Ziel, die Spannungen zu überwinden. Präsident Reagan sagte nach seinem Wahlsieg, er sei darauf vorbereitet, mit der sowjetischen Führung über Rüstungskontrolle zu sprechen. Vor Journalisten in Los Angeles meinte Reagan, die UdSSR werde sich dem Versuch der USA anschließen, einander näher zu kommen. Reagan hatte vorgestern die Mehrheit in 49 der 50 amerikanischen Bundesstaaten und damit einen der größten Wahlsiege in der Geschichte der Vereinigten Staaten errungen. Sein Gegenkandidat, der Demokrat Mondale, war nur in seinem Heimatstaat Minnesota und im District of Columbia mit der Hauptstadt Washington erfolgreich. Bundeskanzler Kohl hat gestern in Bonn bestätigt, Spenden vom Flick-Konzern entgegengenommen zu haben. Zugleich verneinte er jede Einflussnahme auf eine Steuerbefreiung von Flick in Höhe von mehreren hundert Millionen Mark. Vor dem zuständigen Untersuchungsausschuss des Bundestages sagte Kohl ferner, alle Parteien hätten sich in der Vergangenheit bewusster Gesetzesverstöße im Zusammenhang mit der Parteienfinanzierung schuldig gemacht. Entgegen gesetzlicher Bestimmungen seien Spenden in Höhe von mehr als 20.000 Mark nicht in den Rechenschaftsberichten der Parteien namentlich ausgewiesen worden. Wie der Kanzler weiter aussagte, hat er über die Beziehungen des zurückgetretenen Bundestagspräsidenten Barzel zur Frankfurter Anwaltskanzlei Paul und über deren Vertrag mit Flick erst vor einigen Wochen Kenntnis erhalten. Im Jahre 1973 habe er mit absoluter Sicherheit nicht über den Vorgang gewusst. Die SPD und die Grünen haben die gestern von der Bundesregierung angekündigten Steuererleichterungen für umweltfreundlichere Autos als unzureichend kritisiert. Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Hauff bezeichnete den Gesetzentwurf des Kabinetts als halbherzig und kraftlos. Statt zum 1. April nächsten Jahres müsse bleifreies Benzin ab sofort billiger als bleihaltiges werden. Die Grünen forderten die Bundesregierung auf, die so wirklichen umweltfreundlichen Verhaltensweisen der Fußgänger, Fahrradfahrer und so weiter, Bus- und Bahnbenutzer steuerlich zu begünstigen. Finanzminister Stoltenberg, CDU, hatte zuvor den Gesetzentwurf vor der Presse erläutert. Demnach soll ab April 1985 die Mineralölsteuer für bleihaltiges Benzin um 2 Pfennige erhöht und für bleifreien Kraftstoff um 2 Pfennige gesenkt werden. Spätestens vom März nächsten Jahres an sollen Besitzer von schadstoffarmen PKWs auf mehrere Jahre befristet keine Kraftfahrzeugsteuer mehr zahlen. Dagegen soll die Kraftfahrzeugsteuer für herkömmliche Autos am 1. Januar 1986 angehoben werden. Vor der heute beginnenden 4. Verhandlungsrunde für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst hat die ÖTV-Vorsitzende Wulf Matthies das bisherige Angebot der Arbeitgeber als in allen Punkten unannehmbar bezeichnet. In einem Interview der Mainzer Allgemeinen Zeitung forderte die ÖTV-Chefin einen Tarifvertrag, der den Anschluss an die Einkommensentwicklung in der gewerblichen Wirtschaft sichere. Insbesondere seien stärkere soziale Akzente und ein Einstieg in die Verkürzung der Wochenarbeitszeit notwendig. Das Angebot der öffentlichen Arbeitgeber sieht Lohn- und Gehaltserhöhungen um 2,8% vor. Eine Arbeitszeitverkürzung lehnen sie bislang ab. In den Europapokalwettbewerben schnitten die Mannschaften aus der Bundesrepublik wie folgt ab. Plovdiv schlägt München 2:0. Sofia unterliegt Hamburg 1:2. Lodz schlägt Mönchengladbach 1:0, Köln schlägt Lüttich 2:1. Damit qualifizierten sich für die nächste Runde Bayern München, der Hamburger SV und der 1. FC Köln. Borussia Mönchengladbach ist ausgeschieden. Liebe Zuschauer, das war's für heute. Auch wir scheiden jetzt aus dem Sendegeschehen. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht und schlafen Sie gut.